Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Burkhard Pögeler hier. Er arbeitet seit 40 Jahren an der Universität in Göttingen, war auch schon beratend tätig für die FDA in Amerika, aber auch für die europäische Version davon und auch für die schweizerische. Ein sehr erfahrener Mensch im Bereich der Gesundheit. Ich möchte mit ihm heute mal über Schutz vor elektromagnetischen Funkstrahlen oder generell Strahlen im Bereich des Elektrosmogs mit ihm diskutieren, was so die Forschung und die Wissenschaft schon alles darlegt und warum dieses Thema heute nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Das verstehe ich noch heute nicht, das interessiert mich aber und ich nehme Sie gleich mit auf eine interessante Reise. Bleiben Sie dran! Ja, und da sind wir wieder und da ist mein Gast, lieber Burkhard Pögeler, ganz herzlich willkommen. Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, weil mein Thema ist ja immer wieder, ich verstehe nicht, warum wir überhaupt noch diskutieren müssen zwischen Schädlichkeit und Nichtschädlichkeit. Ja. Aber es ist noch so, es wird diskutiert. Es wird noch sehr kontrovers diskutiert, genau. Und wir haben aber eigentlich genügend Daten und Befunde, die die Schädlichkeit eindeutig belegen. Es gab einmal einen großen Versuch der FDA, das endgültig zu klären. Mhm. Und da kann man jetzt ja sagen, was man will. Das haben die aber gemacht über den klassischen Ansatz, über Tierversuche. Ob die jetzt wirklich etwas aussagen oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das kann man wirklich sehr kontrovers diskutieren, glaube ich. Muss ich gar nicht erläutern. Mhm. Aber die haben sich eben angeschaut, wie sich das auswirkt und dann eben auch ganz klare Ergebnisse bekommen. Also es waren Mäuse und vor allen Dingen Ratten, die sie untersucht haben, diese elektromagnetischen Feldern ausgesetzt haben. Und siehe da, wir hatten tatsächlich sehr starke, reproduzierbare, signifikante Effekte von EMF, also elektromagnetischen Feldern, die in der Stärke lagen. Und das ist jetzt also das Erstaunliche gewesen, wie wir sie eben auch beim Telefonieren zum Beispiel oder wie wir denen beim Telefonieren zum Beispiel ausgesetzt sind. Ja, die waren gar nicht mal stark erhöht, bestenfalls etwa Faktor 10. Und bei einigen Telefonen hast du das dann locker erreicht, also lagen innerhalb der Bandbreite der Regulation. Und da hatte ich dann also spätestens das Gefühl, dass jetzt also sich alles ändert. Weil nun war es ja auch für die Behörden klar. Also die Effekte waren ja aufgezeigt, es war signifikant, ganz klar. Und ja, diese negativen Effekte sind ja nun mal einfach aufgetreten. Und normalerweise wäre dann Folgendes erfolgt. Man hätte es reguliert. Und zwar sehr viel härter und schärfer. Wahrscheinlich die Grenzwerte so weit runtergenommen. Russland ist nach wie vor sehr, sehr tief mit den Grenzwerten, ja, habe ich gelesen. Ja, ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und man hätte ja auch grundsätzlich das sogar verbieten können, wenn man das hätte machen wollen. Weil wir hatten ja diese Effekte jetzt gezeigt. Da dachte ich, jetzt ist das Thema eigentlich wissenschaftlich durch und dann muss die Politik natürlich auch handeln. Und dann hat die Politik aber erklärt, dass diese Effekte, die sie sogar anerkannt hat, also auch die Politik hat jetzt nicht gesagt, das ist jetzt nicht dabei rausgekommen, so. Hat dann aber gesagt, nein, also das nötigt uns keinerlei Handlungsoption auf. Weil der Nutzen ist größer als der Schaden. Ja, sie haben das sogar so argumentiert, dass sie sagten, also egal, was da rausgekommen wäre, wir würden nicht davon abweichen. Und wir werden auch die Grenzwerte jetzt nicht deshalb anpassen. Aber ist auch ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits reden wir über Gesundheit, auf der anderen Seite reden wir von Fortschritt. Und wenn du nicht mitmachst, bist du weg vom Fenster, oder? Ja, das andere Problem ist tatsächlich, also wir brauchen ja eine Kommunikation, ganz klar. Und wenn du dir nur mal anschaust, also wir müssen immer größere Datenmengen austauschen, das ist halt so. Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte, es dient nicht nur uns, sondern auch der Verbreitung dieser Sendung, wenn Sie diesen YouTube-Kanal jetzt auch abonnieren. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Adieu miteinander. Unsere Kultur, unsere ganze Evolution und unsere ganze Entwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass wir Informationen immer effizienter austauschen, immer mehr Informationen. Mhm. Das ist halt einfach so. Das geht dir auch so, mir auch so. Du verarbeitest immer mehr Informationen. Wenn du dich nur mal daran erinnerst, wie das anfing mit dem Personal Computer, nicht? Mit 1 Megabyte Disk, 1,2 Megabyte, Gott, war das viel. Ja. 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 Und jetzt ist das ja nichts mehr. So. Und das wird auch noch alles hin und her geschickt.
von einer Wolke zur nächsten, wo man sich dann auch fragt, ob das noch sinnvoll ist oder nicht. Ja, weil das ja auch unwahrscheinlich viel Energie frisst, sagen die wenigsten, aber es ist 20% der gesamten Energie frisst. Das ist also die wenigsten bekannt und auch von der Elektrizität bis zu 40%. Ja, genau. Ist halt Stromsparen so. Ist wichtig, aber nein, da nicht. Das. So. Ja, nichtsdestotrotz, also ich arbeite zum Beispiel ja auch ausschließlich noch aus dem Homeoffice. So. Und das wäre nicht möglich, wenn man also sich nicht austauschen könnte mit anderen. Klar, und das mache ich natürlich auch übers Internet. Also brauchen wir diese Technologien. Das ist so, glaube ich, gar keine Frage. In einer Sendung heute hast du mir mal noch gesagt, ihr habt auch noch gesehen, wie sich schnell der Grenzwert auf die Haut des Menschen überschreitet und Veränderungen an der Haut vollziehen. Ja, das ist jetzt also auch gerade bei 5G ein Thema. Die werden ja immer kürzerwelliger. Das heißt, je kürzerwelliger die sind, die Strahlung, das sind ja eigentlich sehr langwellige Felder, elektromagnetische Felder, riesige Längen. Ja? Und die werden jetzt aber immer kürzerwellig. Das heißt, du kannst mehr Informationen reinpacken, weil es schneller wird. Ja. Aber es wird auch energiereicher. Mhm. Logisch, dass das also dann irgendwann gar nicht mehr... Und da hatten die gesagt, ja, das ist so ganz toll, aber es geht ja nur noch wenige Millimeter in die Haut rein. Dann haben aber einige gesagt, na ja... In die Haut geht es aber schon rein. Und was passiert denn dann in der Haut? Und da hatten einige tatsächlich gesagt, oh, dann wird jetzt also das Ganze sich verlagern. Und genau das hat man auch gesehen. Einer hat sogar ganz also hart gesagt, also was wir in den nächsten Jahren sehen werden, und wir werden es ja dann erleben, wir werden also unwahrscheinliche Steigerungen des Hautkrebses sehen, also insbesondere Melanome. Und dann wird keiner wissen, wo das herkommt, aber er kann es schon sagen, wo es herkommt. Das kommt von der 5G und der jetzt anstehenden 6G-Strahlung. Denn die dringt tatsächlich nur wenige Millimeter ein, aber sie zerschlägt dort alle globulären Kollagenfasern. Und warum sind diese globulären Kollagenfasern jetzt so wichtig? Nun, die vermitteln etwas, was wir Entrainment nennen. Da gibt es so diesen Fachausdruck dafür. Das heißt eigentlich die Synchronisierung. Mhm. Ja? Es gibt ja, das wissen die meisten vielleicht gar nicht, eine Cosmic Microwave Background Radiation, CMB. Und die wird mit der solaren Strahlung verrechnet sozusagen, ja, und dem Erdmagnetfeld zur Schumann-Resonanz. Diese Schumann-Resonanz, die timet uns. Mhm. Und die wenigsten Leute wissen, dass wir nicht nur einen Tag-Nacht-Zyklus haben, was das Licht angeht, ja, Sonne, Mond, so jetzt etwa gleich lange Tage und Nächte, 12 Stunden, sonst also im Winter kürzere Tage, längere Nächte und im Sommer eben das umgekehrt. Nein, es gibt auch in der Schumann-Resonanz immer einen diurnalen Rhythmus. Mhm. Das heißt, das ist am Tag sehr viel kürzerwellig und taucht dann in den langwelligen Bereich ein. So, und das Interessante dabei ist, dass diese Schumann-Resonanz uns timen kann. Wie hat man das herausgefunden? Ganz einfach, das war die Raumfahrt und die Raumfahrtmedizin. Und die Russen haben es entdeckt. Also das war so, dass man festgestellt hat, wenn die Leute länger als 7 Tage im Weltraum waren, dann wurden die auf einmal fürchterlich krank. Und die Raumfahrt, wie wir sie heute kennen, die ist nur möglich, weil man das erkannt hat, was die Ursache war. Und was war die Ursache? Nun, wir wurden ja nicht mehr von der Schumann-Resonanz synchronisiert. Auf der ISS, überall, wo du diese Sachen hast, da hast du jetzt einen Synchronisator, die diese Strahlung halt das ist ja 7,8, 2 ja, Hertz. 7,8 Hertz ist das und das geht also rauf bis, also sag mal, so 30 oder sogar 60 Hertz am Tag manchmal. So, dann fällt es wieder ganz ab bis in ganz niedrige Bereiche von ja, 1, 2, 3 Hertz oder sogar noch darunter in der Nacht. Mhm. Und das öffnet das Sleepgate, das synchronisiert den Tiefschlaf, das induziert die Regeneration. Das alles zeigt wieder, wie wir eingebunden sind in die Natur. Hä? Angebunden mit Mond sogar. Und Sonne ja, und alles. Genau, Wahnsinn. Absolut. Das ist Chronobiologie und Chronomedizin vom Feinsten, genau. Und da liegt jetzt auch sozusagen die Ironie in der ganzen Geschichte drin. Das wird direkt, das synchronisiert uns tatsächlich. Wir sind also tatsächlich, das ist eine Anbindung. Und zwar hat das der Priogen, der hat ja den Nobelpreis bekommen für die nichtlineare Thermodynamik und die dissipativen Systeme. Was ist das? Das sind genau wir, also Systeme, die sehr hohe Ordnung haben, Negentropie, wie man das nennt. Also sie haben eine sehr hohe Ordnung und die halten sie aber nur aufrecht, weil sie halt sehr viel verbrennen, also einen Stoffwechsel haben, ja, der dann in der Umgebung Unordnung. Mhm. So, aber die Entwicklung ist ganz klar dahin. Und was der auch erkannt hat,
diese Systeme, also wir, das sind ja offene Systeme, dissipative Systeme, weil sie Energie verbrennen, ja, um ihren Ordnungszustand aufrechtzuerhalten. Ja. Diese basieren, die haben drei wesentliche Eigenschaften: Singularität, Selbstorganisation und Selbstkritikalität. Selbstorganisation ist noch relativ verständlich, auch wenn es also täuschend ist, dieser Begriff, schon dieser Begriff ist sehr täuschend. Die organisieren sich nicht selbst, aber sie leben aus sich selbst heraus. Und Superkritikalität bedeutet einfach, sie können krank werden, sie können auch sterben. Also da gibt es nicht nur ein Sein, sondern auch ein Werden und Vergehen. Das ist sehr faszinierend, fand ich. So, und dann hat er erkannt, es gibt auch eine Singularität. Das heißt, aus einem Punkt schlüpfen die sozusagen auf ein globuläres Umfeld, also auf einen kreisrunden Perimeter. Das ist also der Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel. Mhm. Das sind alles Frequenzen und die bestimmen sie. So, und dann hat der Prigogine noch entdeckt und er hat auch den Beweis, die zwingende Notwendigkeit, den Beweis für die zwingende Notwendigkeit einer ursprünglichen kosmologischen Singularität geführt, weil er hat gesagt, alle Lebewesen wie unser eins, aber selbst Planetensysteme, alle dissipativen Systeme, die hochkomplex sind und hochorganisiert, also hochgeordnet sind, die können nur existieren, die haben eine Singularität, aber die können nur deshalb existieren, weil es diese ursprüngliche kosmologische Singularität gibt. Und jetzt gibt es noch was ganz Verrückteres. Das hat er nicht nur mathematisch gemacht, sondern auch experimentell über den Brüsselrator. Das sind so spezifische Systeme, die sich organisieren. Da hat er gesehen, also diese Systeme, die können nur deshalb existieren, weil sie da angebunden sind. An diese ursprüngliche kosmologische Singularität. Und die fallen, wenn sie versterben, wieder zurück. Mhm. Also sie schlüpfen aus der heraus sozusagen. Sie werden von der, also da gibt es diese Anbindung, also dieses Entrainment, diese Synchronisierung. Und was dann passiert, ist also, dass sie praktisch, wenn sie also versterben, die werden, die sind und die vergehen. Ja, dann fallen sie aber wieder zurück. So. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet jetzt im Klartext, das ist sehr schrill. Sehr schrill deshalb, weil also diese Anbindung, die geschieht offensichtlich mit diesen diurnalen Rhythmen. Das heißt, mit anderen Worten, dadurch werden wir ständig synchronisiert. Wenn wir diese Synchronisation verlieren, dann werden wir krank. Sofort. Nach 7 Tagen etwa, dann geht es los mit dieser Raumfahrtkrankheit und dann irgendwann sind die Leute alle tot. Also die brauchen diese Synchronisierung. Nicht nur durch Tag-Nacht, sondern tatsächlich auch durch diese extrem langen elektromagnetischen Wellen und Felder, durch diese EMF. Das sind übrigens auch ganz genau die, die dann also in diesen, ich sag mal, in diesen Funkstrahlen, wenn du so willst, also in der Strahlung durch künstliche EMF liegen. Die sind also praktisch genau da in diesem Bereich angesiedelt, wenn du so willst. Also biologische Lebensfenster. Ja, das sind Lebensfenster, genau so. Und jetzt kommt es aber darauf an, dass du ständig dass diese Anbindung ständig wiederhergestellt wird. Und da gibt es noch einige sehr interessante Eigenschaften dieser Anbindung. Das glaubt man gar nicht, aber es ist so. Hier gilt jetzt etwas, also das basiert jetzt auf den quantenmechanischen Untersuchungen und deshalb auch eine Quantenphysik oder Quantenbiologie, könnte man sagen, hier begründet. Oder Quantenmedizin sogar. Penrose war da noch wichtig, Pinrich und so weiter, andere Forscher. Die haben aber alle gezeigt, dass diese, sobald diese Anbindung wegfällt, dann ist das System gestört. Also irreversibel meistens und dann kannst du auch nichts mehr machen, dann wird es zugrunde gehen. Okay? Aber es fällt, wie gesagt, in diese ursprüngliche Singularität zurück. Und das ist natürlich etwas ganz Verrücktes. Und jetzt fragst du dich natürlich, wie bindet das dann direkt an? Also über diese elektromagnetischen Felder und über diese Zyklen, so. Und diese Anbindung ist aber, und das hat man auch gemessen, die ist nicht verzögert, unverzögert, sofort, also sofort erfolgt die, ohne jede Verzögerung. Normalerweise CMB, die bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, es würde also, sage ich mal, Milliarden Jahre dauern, so bis das ankommt, aber das passiert nicht, das ist instantan, okay? Und auch verlustfrei. Ups. Da haben die Leute natürlich gedacht, das geht ja gar nicht. Das passiert ja mit Überlichtgeschwindigkeit. Ja, das passiert aber so. Es ist einfach so. So kannst du das messen. Und das passiert also sofort, instantan und verlustfrei. Also nochmal, also die sind alle so angebunden. Sobald wir da rausfallen, sind wir tot. Sofort. So, wo das dann noch ein bisschen weiterläuft, bei dieser Raumfahrtkrankheit, die man ja auch dann noch heilen konnte, da läuft das sozusagen aus. Ja? Und dann ist das gedämpft. Also da ist das nicht
völlig weg meistens. Ja? Und deshalb überleben die überhaupt nur die Organismen. So. Und dann hat er ferner festgestellt, und das war wirklich also sehr interessant und auch sehr wegweisend, dass also diese Anbindung, die dann stattfindet, da gibt es eine Quantenüberlagerung, eine Quantenverschränkung und eine Quantenverschmelzung. Also was bedeutet das? Das heißt, es ist ein und derselbe Zustand. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen irre, klingt das, aber es ist so. Und das ist also praktisch die Übersetzung des Ganzen, also wenn man so will, auf mathematische Modelle, die man aber auch experimentell, wie gesagt, an echten Systemen nachweisen kann. Und das heißt nicht lineare Thermodynamik, weil es ist nicht mehr linear. Also da ist nichts linear analytisch oder mechanistisch zu erfassen, weil es ja eben hier kein Kausalitätsprinzip mehr gibt. Mhm. Also es gibt hier kein Kausalitätsprinzip, da ist nicht ein Wenn-Dann. Und was machen jetzt diese EMF-Felder, die künstlich von uns erzeugten, mit diesen natürlichen Feldern, genau, wo wir eingebunden sind? Das Wichtige ist jetzt also diese Steuerung, die erfolgt über die natürlichen. Das ist also nicht durch Kausalität, sondern durch Koinzidenz und Kohärenz. Ja. Deshalb leite ich auch in OLU dieses Projekt Coherent Coincidence Communication. Ja? Coherence Communication bedeutet, dass das also diese Kommunikation, die stellt diese Verbindung, die stellt das sozusagen, diese Anbindung, könnte man sagen. Und was machen jetzt diese künstlichen elektromagnetischen Felder? Nun, die sind ja in der gleichen, ich sag mal, in der Bandbreite. Ähnlichen Wellenbandbreite angesiedelt und natürlich können die stören. So, und das tun sie auch. Also unser Organismus sucht übrigens auch die Anbindung an diese künstlichen elektromagnetischen. Natürlich sucht er das, weil das ist ihm ja also sozusagen gegeben. Du musst dich daran orientieren, sonst bist du verloren. Und dann findet er das natürlich, das ist ein anderes Band, aber ist auch ganz komisch. Also ist nicht kosinoidal, wie man das sagt, sondern ist sogar vielleicht zackenförmig oder was auch immer. Aber es ist ja da und es ist ja auch im richtigen Frequenzband. So. Also was macht der? Und reagiert natürlich darauf. So. Und was dann passiert ist, was dann passieren kann, das kann sehr fatal sein und deshalb ist das auch nicht mehr linear. Okay? Aber es ist eine Kann-Formulierung, weil wir es nicht wissen, oder? Ja, also das ist so, dass also, weil diese Anbindung ja jetzt gestört werden könnte, ja, weil wir also uns an die falschen Signale anbinden, genau, oder angebunden werden sogar dann und der Körper das und der Organismus das aber einfach so machen muss, weil er darauf geeicht ist, das zu tun, sonst überlebt er nicht, das weiß er auch, dann wird er das tun. Und das führt dann dazu, dass das kann dazu führen, dass der Organismus fürchterlich aus dem Tritt gerät. So. Und das hat jetzt nochmal gar nichts damit zu tun, dass diese elektromagnetischen Felder auch andere Effekte haben können, über die werden wir jetzt nochmal reden, die sehr negative Auswirkungen haben können, das will ich gleich dann erläutern. Aber allein schon diese Beeinflussung der Kommunikation und der Information, ist erstaunlich. Die kann also sehr, sehr negative Folgen haben, ist ja ganz logisch. Und jetzt kommt es nur darauf an, ob der und in welchem Ausmaß der Organismus praktisch darauf reinfällt. Also das ist sehr interessant, aber wenn du dir das anguckst, ich sag mal immer, ich habe das mal das Keulen der Lämmer genannt in einer Vorlesung. Die haben jetzt mit dem 5G auch solche Keulen, solche Beams. Ja. Ja, und damit erschlagen sie Leute regelrecht. Das ist ja so, das ist gerichtete Strahlung. Das sind Skalarwellen, das wissen die wenigsten Leute. Das sagt aber die Telekom ganz offiziell. Also kannst du mal nachlesen, das ist halt einfach so. So, und wenn man sich das anschaut, ist es also gerichtet, meistens auch polarisiert und natürlich also praktisch also getaktet, ganz klar. So, und das bedeutet, das ist also keine Strahlung, wie die vorher hattest. Die war diffus, globulär, ich sag mal, fast wie eine natürliche. So. Und auch kreisförmig nahmen die ab. Und jetzt richtest du das aber auf ein Target, so bei 5G zum Beispiel. Und dann ist natürlich das noch einmal potenziert, ja, also wie ich jetzt eben sagte. Und wenn jetzt diese Anbindung also dadurch gestört wird, dann kannst du natürlich sofort also schwerste Probleme bekommen. Weil dann wird sozusagen deine Stoffwechselsteuerung außer Kraft gesetzt. Also das, was dich taktet, dass deine biologische Uhr timet, das wird gestört, das ist der zentrale Mechanismus. So, und wie ich eben sagte, also kein Organismus, kein dissipatives System kann überleben, wenn diese Anbindung sehr stark gestört wird. So. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Ich kenne in einer Klinik
kaum ist ein Patient, kommt mit Elektrosmog in Berührung, hat einen epileptischen Anfall, weil er sich anbindet an diese Felder, oder? Ja, genau. Also das ist die Erklärung. Einfach, die einfache Erklärung ist, ja, und jetzt gibt es aber auch ein Problem, was daraus erwächst natürlich sofort, weil wir brauchen diese Anbindung an die natürlichen elektromagnetischen Felder. Nun sind aber die künstlichen elektromagnetischen Felder da und stören das vielleicht. Mhm. So, und weil wir aber jetzt gar nicht abschirmen können, weil dann würden wir auch die natürlichen elektromagnetischen Felder, können wir das auch nur bedingt machen. Also man entwickelt ja jetzt Betten so mit den Knien, wo das wirklich also ein bisschen gefiltert wird. Es gibt Chips, was auch immer. Ja. Gibt es ja alles, die da helfen können vielleicht, aber immer nur, ja, immer nur partiell. Okay, das ist schon wichtig, aber die müssen Ordnung schaffen, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich die Hauptwirkung. Abschirmung ist keine sehr gute Idee, weil wenn wir uns abschirmen, dann sind wir ja nicht mehr, dann verlieren wir auch die Anbindung. Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Also sind diese faradäischen Käfige, wo man auch übers Bett lehrt? Nein. Also das ist überhaupt keine Lösung. Und auf das muss unterbleiben. Also ist ganz wichtig jetzt für die Leute, dass sie da nicht auf irgendwas reinfallen, auf einen Hokuspokus. Also Abschirmung ist keine gute Idee, gar nicht. So, und was wir aber tatsächlich tun sollten, ist, dass wir versuchen sollten, da möglichst viel Ordnung reinzubringen. Und anders ausgedrückt natürlich auch die Grenzwerte weiter absenken sollten, sodass also sozusagen diese natürliche elektromagnetischen Felder sich gegenüber den künstlichen immer durchsetzen. Wenn das der Fall ist, kann eigentlich wenig Übles passieren. Das ist doch jetzt hoffnungsvoll, ha? Ja, also das ist auch ganz einfach so, dass du also da mit relativ einfachen Mitteln, glaube ich, kämen wir da sehr weit. Wir brauchen, das hatten wir, glaube ich, schon gesagt, diese Technologien einfach. So. Und da kannst du jetzt sagen, was du willst. Also das geht nicht ohne. Ja. Es verdrängt sich auch nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr. Rückwärts geht es nicht. So. Also müssen wir jetzt versuchen, also das tatsächlich so zu gestalten, dass es uns möglichst wenig negativ beeinflusst. Also, dass, sage ich mal, die natürlichen elektromagnetischen Felder also durchdringen und auch dominant sind, damit die Anbindung da immer wieder hergestellt werden kann, dass die negativen Effekte auch minimiert werden. Was sind denn jetzt wirklich negative Effekte, wenn ich das immer so lese? Die haben ja nicht genügend Energie und so weiter. Ups, haben die Leute noch nie was von Resonatoren gehört, von Dingen, die das natürlich steigern können. Und jetzt, deshalb hatte ich damit angefangen, mit den Kollagenfasern. Was sind denn diese globulären Kollagenfasern? Die sind unendlich lang, weil sie ja praktisch globulär sind. Ja? Gehen also ineinander über und das brauchen die auch, weil die funktionieren auch als Sender und Empfänger. Die empfängt, also unsere ganze Haut ist ja voll mit den Kollagenfasern und die nehmen das alles auf, die übersetzen das und damit wird die Gehirnaktivität gesteuert. Also, was immer passiert ist, dass du, also nachts fällt das in den tieferen Bereich ab und wir folgen. Unsere Gehirnaktivität ist ja genau im gleichen Frequenzband, das muss man sich immer mal überlegen. Ja, das folgt der Schumann-Resonanz, ganz klar, es folgt dir auf dem Fuße. Und so wird also praktisch also auch wieder Schlaf, Tiefschlaf initiiert. Diese Bahnung des Schlafes, das funktioniert alles über diese Prozesse des Tiefschlafes vor allem. Wo liegt das? Also der Tiefschlaf liegt genau bei diesen ganz niedrigen Frequenzen. Und wo findet Regeneration statt? Da. So, und warum gibt es jetzt diese Problematik? Weil ja diese Kollagenfasern das übersetzen. So, und wenn die jetzt da unglücklich getroffen werden. Die ganze Nacht hindurch irgendwie. Ja, dann ist das so, dass die dann also diese hochmolekularen Kollagenfragmente bilden. Das sind richtige Trümmer. Mhm. Die sind zertrümmert. Und was passiert dann? Dann passiert etwas ganz Verhängnisvolles. Dann können die es nicht mehr übersetzen, also amplifizieren, wie wir auch so schön sagen. Das steigern die richtig. Ja? Wir produzieren ja auch unsere eigenen elektromagnetischen Felder. Und nochmal, das können wir nur, weil die unendlich lang sind. Die sind ja sehr klein, Nanometer groß. Aber im Prinzip sind die Kilometer groß. 100.000 Kilometer, weil die in sich ja verschlungen sind. Mhm. Das können nur so, kann das überhaupt erklärt werden, okay? Dass wir eigene elektromagnetische Felder, das macht ja das Gehirn und das macht auch das Herz und so weiter und so fort. Das macht aber auch der Muskel, alles so macht das praktisch. Und die stimmen sozusagen die Kommunikation, Information im Organismus miteinander ab und die steuern das alles. So. Aber wie gesagt, es wird ja eigentlich von dieser merkwürdigen, wenn du mal so willst, merkwürdigen kosmologischen
Singularität, ursprünglich oder primären kosmologischen Singularität. Also nicht nur merkwürdig, sondern eigentlich genialerweise. Ja, genialerweise deshalb, schön, weil ne? Das muss man einfach mal, also auch mal zur Kenntnis nehmen. Die meisten haben das überhaupt nicht verstanden. Das ist ja schon erstaunlich, oder? Also der Prigogine hat aber eine Revolution ausgelöst, weil es bedeutet eigentlich, dass wir also diese Instanz, die hat göttliche Attribute. Mhm. Sie steht jenseits von Raum und Zeit. Jenseits von Raum und Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Und die Anbindung erfolgt sogar instantan und verlustfrei, ist also auch jenseits von Raum und Zeit. So. Mhm. Könnte eigentlich gar nicht passieren, ist aber so. Also Quantenüberlagerung, Quantenverschränkung, Quantenverschmelzung sind so. Also die haben das nicht mehr, diese Begrenzung. So, und dann heißt das aber auch noch was anderes. Das ist nicht nur transzendental, diese ursprüngliche kosmologische Singularität, die ist auch immanent. Also transzendent, immanent und emergent. Also die kann ständig, und das tut sie auch, was schaffen. Viele sagen jetzt, es gibt kein Bewusstsein. Wir können nicht denken. Das Bewusstsein wird uns gegeben. Und es gibt da sehr viele Befunde, die zeigen, dass ganz klar, dass alles auf Intuition basiert. Also die meisten Entdeckungen, Entwicklungen, Erfindungen, die wurden den Leuten ja im Schlaf gegeben. Denk nur mal. Und manchmal 2, 3 Orten gleichzeitig auf der Welt. Und auch noch gleichzeitig und so weiter und so fort. Vieles, ja, das ist alles sehr merkwürdig. Aber das wäre alles dadurch zu erklären. Das ist halt einfach so. So, und dann gibt es sehr, sehr viele ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, es gibt kein Selbstbewusstsein. Das gibt es gar nicht. Und du kannst auch gar nicht denken. Also cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, das ist vorbei. Du wirst gedacht. Also es wird dir alles gegeben. Oder es wird ja eben nicht gegeben. Dass diese ursprüngliche kosmologische Singularität erstmal existiert, ist, außer Frage. Wie gesagt, steht außer Frage. Wir können sie nur nicht erfassen, ja, und das hat er auch gesehen, und da hat der Prigogine gesagt, ja, tut mir leid, aber mehr kann ich jetzt nicht machen. Also ich kann das beweisen, dass alles andere ist, sorry, geht nicht. Weil die steht ja außerhalb von Raum und Zeit. Wir sind auch noch Teil davon, also es geht nicht, prinzipiell nicht. Das hat er alles auch schön mathematisch dann nachgewiesen, exponentiell belegt, bla bla bla, geht also nichts. Das ist schon sehr merkwürdig, wenn du so willst, also oder bemerkenswert, vielleicht sollte man es so formulieren, weil das ist eben so. Und die hat auch das Sagen, wenn man das so will. So, und was passiert aber jetzt mit den künstlichen EMF, wenn die also sozusagen diese Anbindung stören? Da ist ja ganz klar, dann geht der ganze Rhythmus, dem wir unterliegen, also die Frequenzen bestimmen ja praktisch alle Informationsverarbeitung, alle kognitiven Prozesse, alle Stoffwechselsteuerungen, die ja auch alles vom Gehirn ausgeht letztendlich und mit ihm gekoppelt, also umgesetzt wird, dann zerfällt das, klar. So, und wenn wir das jetzt aber wieder einbinden und einbetten würden, dann wird es natürlich also wieder ja, zu lösen sein. So, jetzt gibt es aber noch andere Sachen, die also ganz offensichtlich sind und deshalb habe ich mich auch mal wieder gewundert. Also wir haben ja diese starken negativen Effekte der EMF. Es ist wahrscheinlich also karzinogen, mutagen und teratogen. Das ist halt einfach so fertig. Da gibt es ja mehr als genug Beweise dafür, Belege. Auch wenn es noch offen ist, in welchem Umfang das so ist und ab wann das dann so ist. Ja, das ist auch wieder dosisabhängig, aber wie gesagt, nicht linear. Mhm. Auch aus den Gründen, die ich ja jetzt eben gesagt habe. So. Und wenn man das jetzt alles zusammenführt, dann kann man sagen, Folgendes, da gibt es auch noch andere Sachen. Also es gibt da einen Begriff, den fand ich sehr spannend, der sagt das auch, das ist der Begriff der Nanoporation. Was ist Nanoporation? Nanoporation ist einfach, dass die Zellen Löcher bilden. In den Zellen werden Löcher gebildet, die laufen aus. Die bilden Exosomen, die werden freigesetzt. Und das bedeutet, irgendwie platzen die sogar. Die können platzen. So. Und das passiert auch nach dem EMF. Und das hat wiederum damit zu tun, dass diese Antennen zerstört werden. Und wenn die dann zerstört sind und dann wieder diese künstlichen elektromagnetischen Felder draufstammen, dann setzen sie das nicht in vernünftige elektromagnetische Felder um, die uns steuern, sondern das apparente elektromagnetische Felder. Natürlich, was denn sonst? Die sind ja kaputt. Ja? Und die führen dann dazu, dass diese Zellen, also da gibt es ganz viele Sachen, da gibt es Infraschall, Schall und Ultraschall und da gibt es Ultraschall-Schockwellen und die können zum Beispiel die Alveolen einfach zu Platzen bringen. Da werden Löcher reingebohrt. Dann strömt Calcium rein, nicht nur also andere Sachen raus, sondern auch Calcium rein. Und was dann passiert ist, dann werden wieder diese freien Radikale gebildet, weil ja dann der Energiestoffwechsel entkoppelt wird. Ja? Und dann überträgst du den Wasserstoff nicht mehr auf den Sauerstoff und bildest ATP, sondern du überträgst ihn auf den Sauerstoff, die Elektronen, und dann bildest du die Superoxidanionradikale. Das sind
die schlechten Burschen, sage ich jetzt mal so, die uns am Ende dann durch oxidativen Stress und Schaden wirklich zusetzen. So. Und das ist alles gezeigt worden und das führt dann also auch zu sehr, sehr üblen Sachen, denn jetzt kannst du dir ja vorstellen, also wir können durch Nekrose, das wäre eine nekroseartige Sache, durch Apoptose, ja, oder durch Autophagie können wir Zellen einschmeißen. Am besten ist, wie gesagt, Autophagie, weil wird alles aufgefressen. Aber so, da fließt ja alles aus. Und was hast du dann? Entzündung. Natürlich, was denn sonst? Ist ja klar. Liegen ja alle die Trümmer rum, die werden aufgefressen von irgendwelchen Bakterien. Früher oder später hast du da eine massive Entzündung. So. Und da habe ich schon lange immer gedacht, ja, da müssten doch eigentlich die Atemwegserkrankungen, akute und chronische, durch die Decke gehen. Und genau das ist es, was wir sehen. Ja, eigentlich gehen alle chronischen Krankheiten durch die Decke, die auch alle auf Entzündung beruhen. Auf Entzündungsberuf. Und du siehst also, dass da sogar so ein Schwerpunkt da ist. Also nicht nur auf Haut, sondern auch auf den Atemwegserkrankungen. COPD hat jetzt also schon ein Drittel Häufigkeit weltweit. So, und das siehst du richtig, wie das hochgeht. Linear. So, jetzt ist das eine Korrelation. Die sagt ja nicht, dass da eine Kausalität ist. Sondern es könnte auch wieder nur Koinzidenz sein. Mhm. Kann ich also nicht beweisen, das will ich ausdrücklich sagen. Aber die Korrelation ist so hoch, R ist gleich 0,99. Also höher kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Wobei, nochmal, es beweist nichts, weil, also wie gesagt, die Störche und die Geburten, das hat auch eine sehr hohe Korrelation, ja, von 0,99. Das sage ich immer den Leuten in meinen Vorlesungen, seid vorsichtig, liebe Leute, ja. Aber es deutet doch darauf hin, dass da also auch eine Verbindung sein könnte. So, und das machen die und das sehen wir auch. Also elektromagnetische Felder, also schon relativ geringer Stärke, können also oxidativen Stress und oxidative Schäden auslösen. Ein Freund von mir hat so einen Anhänger entwickelt mit einer Tesla-Spule auf der Schumann-Frequenz. Würde dieses Wirkungsprinzip eigentlich die körpereigene Anbindung ans Universelle stärken? Oder die Chance verringern, dass sich der Körper plötzlich aufs falsche elektromagnetische Feld überswitcht? Ja, also das ist gar gezeigt worden. Schon die Veden hatten also Technologien dieser Art, die diese Sachen, das haben die alles exkant, das haben die also schon gemessen sogar. Keiner weiß, wie die das eigentlich gemessen haben. Ja? Die haben schon gezeigt, dass du also durch bestimmte Strukturen das verstärken kannst, ja, und das sind meistens Strukturen, die in sich geschlossen sind, die ineinander übergehen. Ja? Also Bänder, globuläre, toroidale Strukturen, die ineinander verschmelzen sozusagen. Und die können tatsächlich Ordnung da reinbringen. Und diese Ordnung, die wird ja auch benötigt. Also wenn ich das mal ganz einfach sagen darf, wir sind also alles Organismen, die einen sehr hohen Ordnungszustand haben. Das heißt eine sehr hohe Negentropie, das ist das Gegenteil von Entropie. Mhm. Und die können wir nur aufrechterhalten, weil wir diese Information haben. Und da heißt es dann ganz einfach, Biophysik bestimmt Biochemie. Also, das bedeutet, die Frequenzen, das ist die Information, nicht in den Frequenzen. Ja, und es gibt zum Beispiel einen Freund, den ich habe, der hat also den Bio-12-Code entwickelt. Der Bio-12-Code zeigt, dass diese 12 Frequenzen, die da drin sind, dass diese 12 Frequenzen, also ganz entscheidend sind, um dieses Entrainment herzustellen. Das sind ganz spezifische Fenster, Eddy Windows, und die ermöglichen das. Der heißt Christian Apelt und der hat sich da intensiv damit auseinandergesetzt und der hat das wirklich gezeigt und auch nachweisen können, dass das überall wieder auftaucht. Also wir sehen das schon also in den Hochkulturen, in den alten Hochkulturen und sogar in den Religionen, dass sie immer wieder auf diese Sachen zurückkommen und dann sagen, ja, da findet eine Anbindung statt, okay? Und das ist auch immer etwas, was sehr schwer den Leuten zu vermitteln ist, weil es ist ja eine Entität, die göttliche Attribute hat. Also nochmal, die steht, also Horizont Horizon, also das ist, also auch nochmal, das ist der Event Horizont, ja? Oder Event Horizon, wie die Leute auch sagen, okay? Event Horizon heißt einfach, bis dahin können wir gucken und danach können wir nicht mehr gucken, weil wir gucken nicht hinter Raum und Zeit. Also Verstehe ich schon. Ist das Erste, da kommen wir nicht hin. Mhm. So, und das bedeutet also auch, dass das immer so etwas betrifft, weil dieses Ding ist größer als alles andere sonst. Das haben die Leute, die Kulturen, ich rede jetzt nicht von Religion, auch immer als das große Ganze bezeichnet. Und das steuert uns zu einem sehr großen Grad. Also stimmt also, was ich gesagt habe. Wir können also
wieder schauen, dass wir verstärkt uns anbinden, ja, indem wir halt das Gute stützen oder stärken. Ja. Weil das andere, das Schlechtere, ist ja da. Wir können es nicht ändern. Wir können das Gute stärken. Ja. Also würde eigentlich so eine Tesla-Spule auf der Schumann-Frequenz oder keine Ahnung, was da alles drauf ist, durchaus Sinn machen, wenn ich das so verstehe. Absolut. Und ich habe mich, also anfangs habe ich mich, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch also eigentlich da gar nichts von wissen wollen, weil ich dachte, das ist ja alles so eine Esoterik. Ja, ich habe da auch meine Fragen gehabt. Gottes ja. Willen und als Wissenschaftler, nein. Aber das ist ein Erklärungsmodell, warum es tut. Aber wenn das einfach so ist, ja, dann ist es halt so. Und das ist ja jetzt auch in XX-Studien wirklich nachgewiesen worden. Also ich denke, diese zwei oder drei Ansätze sind gut. Aber was mich auch irritiert, es gibt auch Technologien. Wir haben das hier im Studio gemessen. Wir haben hier einen Fachmann, der hat elektrische, elektromagnetische und magnetische Felder, Gleichfelder und Wechselfelder gemessen. Mit physikalischen Messgeräten. Mhm. Dann hat er ein paar Dinge hier gemacht und die physikalischen Messwerte waren ganz bescheiden. Ja. Er hat aber nur ein paar Dinge aufgestellt. Mhm. Und das ist für mich heute noch ein Rätsel. Ja. Sind das Ordnungsstrukturen da aufgebaut worden? Ja, also ich glaube, was wir jetzt, es gibt ja auch diesen Begriff, ich lehne ihn ab übrigens, also weil er ist nicht definiert wirklich gut. Welcher? Der Informationsmedizin. So. Ja. Und ja, was ist denn Informationsmedizin? Kann dir keiner wirklich, finde ich, gut erklären. Aber natürlich ist das sowas. Also was du immer damit schaffst, ist Ordnung. Und das ist immer eine zeitliche Ordnung. Aber Ordnung kann doch nicht die Physik verändern. Also die Messprotokolle. Nein, genau. Also aber die habe ich verändert durch diese. Ganz genau. Was passiert da? Das ist, wie gesagt, diese Anbindung. Und du kannst erstaunlicherweise, und das ist eben tatsächlich, das verändert die Physik, also die Biophysik, aber auch die Physik, also auch die Physik in den toten Systemen, also in den nicht-dissipativen Systemen. So. Und das ist völlig korrekt. So, und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ja, wie passiert das denn eigentlich? Also jede Struktur, sagen wir mal, also ein Feststoff, normalerweise vielleicht ein Kristallgitter oder wenn es nicht Kristall ist, dann jedenfalls irgendeine Struktur hat er immer. Dann absorbiert er Energie, die in ihn reingeht. Jetzt rede ich noch mal gar nicht von Information. Mhm. Aber die entscheidende Sache ist hier, da geht es immer um Information und Kommunikation. Ich glaube, vielleicht das größte Problem ist, dass wir nicht wissen, was Information eigentlich ist, was sie ausmacht. Ja, wir können sie alle messen, ja, und dann binden wir uns darauf ein, aber es ist völlig lächerlich. Also ich sage jetzt mal einfach, warum das völlig lächerlich ist. Also du hast, sagen wir mal, die gleiche Information auf einer CD, die japanische Sprache benutzt, so wie eine, die deutsche oder englische Sprache benutzt. Die deutsche und englische Sprache verstehe ich, aber die japanische verstehe ich gar nicht. Also für mich der Informationsgehalt der japanischen... Null. Also es kommt auf Sender und Empfänger an. Die müssen aufeinander sozusagen... Also es geht immer bei der Information und Kommunikation. So. Und das heißt, es geht immer um Sender und Empfänger. Ja, das ist Semiotik, wenn du so willst. Das haben ja schon die Alten immer gesagt. Und das bedeutet eben, da muss man davon ausgehen, dass die Physik durch diese Information gesteuert wird. Und diese hochorganisierten Systeme, also die dissipativen Systeme, ja, die gehorchen immer der nicht-linearen Thermodynamik. Und das bedeutet, sie brauchen diese Information. Ja, und jetzt fragst du, wie können denn diese Systeme gesteuert werden? Das gesamte Planetensystem, das Solarsystem, funktioniert so. Das sind Harmonien. Die Planeten kreisen genau in diesen, das ist kein Zufall. Die haben sozusagen auf diese Umlaufbahnen sind die eingeschwenkt aus bestimmten Informationsgründen. Information sage ich da absolut dazu, weil das harmonische Verhältnisse sind, die dann immer auch noch zeitlich getimt sind. Die verändern sich ja in der Zeit, mein Gott. Also da wird es wirklich jetzt, da kannst du nur noch sagen, mein Gott, das ist schwierig. Da muss man Respekt und Demut haben vor der ganzen Sache, aber es ist so. So, und dass wir das also schon verstehen würden, davon kann gar keine Rede sein. Und wenn man das jetzt mal, mit Respekt und Demut wirklich betrachtet, dann kann man nur sagen, wenn der Priogin recht hat, dann sagt er ja, das steht außerhalb von Raum und Zeit. Liebe Leute, es tut mir sehr leid, aber Naturwissenschaft wird da nur bedingt also zu Erklärungsmustern kommen können. Weil dieses Ding, das steuert uns, sorry, und nicht umgekehrt. Ja, also wir werden das nie ganz, also glaube ich, also durchschauen, was da wirklich abgeht.
Und da es aber so ist, müssen wir das einfach mal hinnehmen. Und wenn wir dann noch sehen, dass also zum Beispiel so physikalische Vorgänge wie biophysikalische Vorgänge, wie Nanoporation tatsächlich stattfinden, die dann wieder biochemische Prozesse wie oxidativen Stress und oxidative Schäden auslösen, ganz, ganz klar, also objektivierbar in jetzt nicht Tieren oder Menschen, nein, nein, also in biochemischen Systemen, okay, in Zellkulturen, ja, die haben keine... Da ist kein Placebo-Effekt zu erwarten. Ne? Bei Tieren kannst du es auch noch erwarten, aber nicht bei diesen Systemen. Das sind einfach biochemische, genau. So, und wenn du dann noch siehst, dass es sogar in physikalischen Systemen passiert, die sind tot. Da haben wir kein Bewusstsein. Hm. Ja, da ist nichts, das ist einfach so. So, fertig. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann es denn sein? Da kann man ganz einfach sagen, also alles interagiert mit allem. Ja. Und deshalb wird auch jeder Feststoff irgendwie durch solche EMF beeinflusst. Ja. Und wenn du dann spezifische Feststoffe hast, die auch noch spezifische Strukturen und damit Funktionen erfüllen können, dann können die natürlich sowas prinzipiell sowieso machen. Was machen wir jetzt dagegen? Die Zuschauer fragen sich jetzt, okay, ich habe es verstanden, teilweise ja. Zumindest, was man ja. Verstehen kann. Wie schützen wir uns jetzt effektivst? Ja, das ist aber, glaube ich, die entscheidende Frage. Also es gibt drei Wege, wie gesagt. Also der erste Weg ist, also möglichst die Exposition minimieren. Ja, klar. Das kann man ja tun und das ist vernünftig. Aber eben nicht... Nicht einsperren. Sich nicht einsperren, sich nicht abschirmen, das ist ja Unsinn. Ganz im Gegenteil, du musst dich ja öffnen, du musst kommunizieren, sonst fällst du aus der natürlichen Ordnung raus. So, also die Kommunikation muss unbedingt aufrechterhalten werden. So, aber du kannst das minimieren. Also das solltest du auch tun. Und da gibt es viele Untersuchungen, haben Betten gebaut mit Lignin, Holz zum Beispiel, die das also selektiv abschirmen. Selektiv, es geht. Und die haben ganz tolle Ergebnisse, also zum Beispiel Verjüngung der Leute, die darin schlafen, die fühlen sich viel besser. Hm, klar, Netzfreischalter also. Kann man also noch machen. Das kannst du alles machen, so genau. Mhm. Und du kannst ja auch eine gewisse Hygiene an den Tag legen, also abends später nicht mehr unbedingt da rumsurfen und so weiter, das geht alles. Ja. Das ist die erste und wichtigste Sache, würde ich mal sagen, um das also zu begrenzen, die Schäden. So. Der zweite wichtige Punkt ist, ja, andere Sachen kannst du auch nicht beeinflussen. Wenn also Elon Musk da sein Starlink-Netzwerk jetzt etabliert, dann ist überall alles verseucht und dann kannst du auch nicht mehr ausweichen. So. Ja, du kannst das alles wieder abschirmen, aber wir hatten ja gesagt, das willst du auch nicht unbedingt machen, weil dann schirmst du eben auch das andere ab. So, das zweite wäre, also wenn dann selektiv, also minimieren, das geht auch wiederum, also über natürliche Sachen wie Holz, sowas. Das zweite ist, dass du also die Anbindung gleichzeitig verstärkst. Ich sage immer, das ist ganz einfach. Also das ist Chronobiologie oder Chronomedizin. Also ja. Da musst du das einfach nutzen. Und dann habe ich immer gesagt, wir müssen Biophysik und Biochemie verschmelzen zur Bioenergetik. Mhm. Deshalb habe ich auch eine Wissenschaft begründet, die nennt sich Endobolomics. Das heißt Endo, also Endogene, also innere Zustände des Metabolismus. Endobolomics, also was den gesamten Metabolismus angeht. Also du kennst ja wahrscheinlich Proteomics, Genomics, alles klar, ne? Lipidomics und so weiter, die Untereinheiten. Nein, ich will da wirklich das Ganze sehen. Und da haben dann auch viele gesagt, ja, das ist auch der richtige Ansatz. Denn dadurch kannst du sehen, wie läuft die Stoffwechselsteuerung ab. Du identifizierst die molekularen Mediatoren und Mechanismen. Wir hatten zum Beispiel jetzt über die Kollagenphase. Aber ich habe es noch nicht verstanden. Wie stärkst du das jetzt? Die Anbindung. Ja, genau. Also indem du zum Beispiel so eine Chronohygiene durchführst. Also du gehst zum Beispiel möglichst früh oder möglichst unbelastet zu Bett und ballerst dich da nicht mehr mit irgendwelchen Mobilfunkstrahlungen voll, weil du einfach mal das Ding da ruhen lässt. Ja. Und du nutzt zum Beispiel ganz grundsätzlich, benutzt du das gar nicht, sondern du benutzt also einfach Kabel. So, das ist auch eine sehr vernünftige Sache. Immer da, wo es geht, Kabel nutzen, warum denn nicht? Ja. Und du benutzt also überhaupt also diese ganzen Datentransfers nur dann, wenn es wirklich benötigt wird. Aber da wirst du ja immer, da haben wir uns auch schon einig, also etwas benutzen müssen. Mhm. Aber wie gesagt, das also vernünftig machen. Und du brauchst ja während des Schlafes jetzt wirklich nicht das Notebook laufen zu lassen. Oder musst du unbedingt das Smartphone oder anhaben oder so? Da sind wir beim Verzichten, oder? Wirklich Verzicht, also das ja, genau. Verstehen da wir alle. Da wirst du einfach Folgendes machen, das kannst du machen und dann verstärkst du die natürliche Anbindung, zum Beispiel indem du auch mal rausgehst in die Natur. Ja. Okay. Ja, das ist ja genau das, was du dann machst. Also da wirst du ja viel stärker angebunden. Die sind ja auch außerhalb des Hauses meistens stärker, diese natürlichen elektromagnetischen Felder.
Okay. Ja, wenn du durch den Wald gehst, da hast du eine ganz andere... Natürlich, und vielleicht noch barfuß so. Und weiß Gott. Tu das doch einfach, dann hast du das natürlich verstärkt. Das wäre jetzt das Gegenteil von dem anderen. Also natürliche Anbindung verstärken, künstliche Anbindung minimieren. Ja. Und das Dritte wäre dann, dass du also tatsächlich das auch noch selektiv steuerst. Das geht dann tatsächlich nur durch solche Dinge, wie du sie eben gesagt hast, die das also selektiv verstärken, ja, durch so Strukturen. Einige tragen Amulette, wem das jetzt nicht passt, der kann ja auch einfach Folien haben oder was auch immer. Und jetzt kannst du mir erzählen, was du willst. Ich habe das ja selber mit untersucht, ein Beispiel habe ich das auch veröffentlicht. Das wurde übrigens peer-reviewed veröffentlicht in einem der renommiertesten Journale, wo wir einfach gezeigt haben, dass ein bestimmter Chip diese Effekte hat. Welcher war das? Das war Gabriel Schiff, ja, den wir damals untersucht haben. Genau, das habe ich hier auch, Gabriel. Und es ist halt einfach so. Ja. Ich habe das selber auch nicht glauben können, aber ich war ja dann dabei und da habe ich einfach gesehen, es war so. Es gab sogar ein Placebo. Der Placebo-Schiff hatte auch einen Effekt. Ja, also das ist halt einfach so. Wir hatten drei Gruppen, okay? Also sorry, es ist halt so. So. Und genau mit dem habe ich hier die physikalische Messung gemacht. Genau, ich konnte es kaum glauben. Das verändert es aber. Genau, das war der Punkt. Ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe mir das immer wieder zeigen lassen. Ja, und die Gehirnaktivität, die hat das beeinflusst. Das Dr. Massiv. Diana Heinz hat ja das bewiesen, genau, und gezeigt, was da läuft im Hirn, oder? Absolut. Und deshalb frage ich mich auch manchmal, mein Gott, was wollen die denn noch mehr? Und die haben ja damals auch gar nichts verlangt. Ich war ganz verwundert. Ist beim ersten Mal durchgegangen. Da haben die alle gesagt, ja, das ist halt dann so. Und die anderen hatten es ja auch schon vorher gefunden. Also sie will gar nicht im luftleeren Raum hier argumentieren. Mhm. Ja. So, und aber auch für mich war das total, also überraschend, muss ich zugeben. Ja, ich hatte gedacht, dass, also das siehst du nicht. Und ich habe es mir auch immer wieder zeigen lassen. Und weißt du, da bin ich auch dann wirklich, also ich bin Wissenschaftler. Und bei mir zählen Zahlen, Fakten, Tatsachen. Dann gucke ich eben einfach, was sind die Messwerte. Ja, da kommst du in Staunen. Und hast du die Messwerte gesehen von ihr? Die zeigen ja zum Teil auch Schutzartikel, die das Ganze noch verschlimmern. Ja, natürlich, absolut. Also das gibt es alles, das muss man auch sehen. Und das wundert mich auch nicht, wir haben das jetzt eben diskutiert. Das ist ja ein Thema, was von unendlicher Komplexität ist. Du kannst natürlich immer verschlimmbessern. Also wie ich schon sagte, alle Abschirmungsmaßnahmen sind letztendlich zu hinterfragen. Mhm. Weil die natürliche Anbindung, die musst du also sozusagen verstärken, das ist ganz klar. So, und vielleicht noch etwas auch zu den künstlichen elektromagnetischen Feldern. Müssen die immer toxisch sein? Nein. Es gibt auch Anwendungen, zum Beispiel bei Alzheimer'scher Erkrankung. Ja, es gibt auch gesundheitsfördernde Frequenzen. Ja, da gibt es gesundheitsfördernde künstliche EMF-Frequenzen. Also wir könnten das ganze Handynetz eigentlich auf anderen Frequenzen laufen lassen und wüssten, es würde nicht schaden. Jetzt versuchen die das ja schon zu berücksichtigen. Also wenn du bestimmte Frequenzen, es gibt ja diese berühmte Kill-Frequenz, auch wenn das immer wieder bestritten wird. Aber das ist eine Massenvernichtungswaffe, die Amerikaner entwickelt haben und die ist ja im Irak auch eingesetzt worden, hat dort sehr viele Menschen umgebracht. Das ist also ein elektromagnetischer Impuls und der liegt etwa... Glaube ich, eine Mikrowelle, oder? Bei, die Leute zum Kochen bringt. Ja, eine Mikrowelle, aber es ist also noch darunter bei 100 Gigahertz, glaube ich, so um die 100 Gigahertz, 90, 99 Gigahertz. Diese Frequenzen, da müssen wir jetzt aufpassen bei 6G. Also auf gar keinen Fall, da auch nur in die Nähe kommen. Und woran liegt das? Das liegt an der Cosmic Microwave Background Radiation. Die bildet, das ist ganz wichtig, das sind Schwingungen. Die bilden Schwebungen und die bilden Summationen. Also Gehirnaktivität ist immer eine Summation. Also wenn die Leute sagen, das ist eine bestimmte Schwingung, dann stimmt das nicht ganz, weil das ist ja schon eine Schwebung. Also sind verschiedene Schwingungen überlagert und die bilden dann auch summiert, die werden auch summiert, die setzen sich dann durch. Mhm. Ja? So, und das ist ja auch die Schumann-Resonanz. Das ist ja eine Summation, genau wie die Gehirnaktivität. Immer, das muss man sehen. So, und warum habe ich das jetzt so betont? Weil wenn du also jetzt künstliche elektromagnetische Felder haben, dann sind das immer bestimmte Schwingungen, die aber auch letztendlich eigentlich gar keine Schwingungen sind, sondern fast immer auch Summationen sind, weil die ja zusammenwirken, gleichzeitig so. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir in Frequenzbänder kommen, von denen wir wissen, dass sie kritisch sind. Ah ja, das war der Grund jetzt. Also Cosmic Microwave Background Radiation bei 150 Gigahertz, also etwa so 156, die wird dann runtergefiltert und runtergedreht auf 144 so etwa, durch die Atmosphäre allein. Und dann wird das ja alles summiert, über und über und über und wird immer, immer langweiliger. Ja? Das ist sowieso das Prinzip dann. Immer weniger energieintensiv. Mhm. Aber das liegt eben da in dem Gigahertz-Bereich. Deshalb bitte bei 6G sehr vorsichtig sein, welche Frequenzbänder man da nutzt. Um Gottes Willen, also
vorsichtig sein. Gerade diese Kielfrequenz, das wissen wir, die bringt Menschen um, also innerhalb kürzester Zeit. Und das geht durch diese Nanoporation, das ist auch alles erforscht. Also das ist wirklich offensichtlich, wie das passiert. Also du erzeugst oxidativen Stress und Schäden und irgendwann wirkt es auf die mitochondriale Atmung, vor allen Dingen auf Komplex 1, wie wir den kennen, und auf Komplex 4 und dann ist es wie Cyanid, das stoppt die Atmung, dann ist vorbei. Ja, innerhalb von Minuten. Das geht innerhalb von Minuten. Das sind sehr starke Effekte. Und das sind aber jetzt also Stärken, da muss man jetzt keine Angst machen, bitte. Also keine Panik jetzt bekommen. Also das ist überhaupt nicht angebracht. Kann man ganz beruhigt sein. Das ist tausendmalig das höher, die Stärke. Also das, ja, das sind doch Militärdinge. Ja? Ja, das sind Militärdinge. Das sind also, ja, die gibt es, aber die nennen wir ja auch Kanonen. Das sind also Strahlenkanonen. Mhm. Also, und das ist auch nur in einer bestimmten Nähe dann, also Distanz da tödlich. Und insofern, also muss man sich da jetzt keine Angst machen, dass man da also ausgesetzt wird. Ich versuche das zusammenzufassen und würde eigentlich unsere ersten Sendungen auch wieder mit einbeziehen. Also eigentlich den Körper mal selbst zu stärken innerhalb seiner Regulation und Aufnahmemöglichkeiten ist, ihn einfach mal mit guten Mikronährstoffen zu versorgen. Arginin, Vitamin C, Entzündungsprozesse, ja, die auch elektrosmogbedingt sind, können wir mit Vitamin C, hochwertigem Santon, Acerola plus B-Komplex sehr gut wieder in vernünftige Bahnen lenken. He? Richtig. Gut. Ja. Wir reduzieren den Elektrosmog so gut es halt geht. Wissen richtig wir, das machen wir alle auch schon. Dann haben wir die Möglichkeiten, was war da, reduzieren, Ordnungsstrukturen einbringen? Das genau, also das Zweite vielleicht noch, also diese Anbindung verstärken an die natürlichen. Genau, indem wir mehr Dinge machen draußen in der Natur oder im Wald. Genau, das war die Anbindung. Aber so eine Tesla-Spule irgendwie auf der Schumann-Frequenz wird doch auch die Anbindung stärken. Genau, das war der dritte Punkt sozusagen, die selektiv verstärken, wie auch immer. Wenn die Leute, wie gesagt, also meinen, das ginge nicht, also durch so eine Spule, weil das können sie sich nicht vorstellen, dann nimmt eben was anderes, was euch eher passt. Ja? Mhm. Und wie gesagt, da sollte man auch ein bisschen offener sein. Das hatte ich ja gerade vorgeschlagen. Also ich war es anfangs auch nicht, deshalb verstehe ich das auch alles. Okay? Mhm. Ich hatte gesagt, nee, sowas, also das ist für mich gar nicht möglich. Und der dritte Punkt ist eben, diese Ordnungsstruktur eben noch zusätzlich einzubinden mit Technologien, wo man vielleicht aber auch mal wirklich physikalische Messprotokolle lesen muss. Ja. Denn nicht jedes macht das, was es verspricht. Das haben wir auch schon in verschiedenen Studien gesehen. Ja? Genau, und da könnte man noch ergänzen dann, also das ist ganz richtig, die Baubiologie ist ja jetzt schon sehr weit. Und im Übrigen gibt es da gar keine Kontroverse mehr, was das angeht. Also in der Baubiologie ist das klar. Es gibt diese Sick Buildings, natürlich gibt es die. Und die bauen das ja jetzt extra so, dass das eben nicht mehr abschirmt total oder dass es eben nicht mehr, also total, also bestimmte ungesunde Schwingungen, Schwebungen und Summationen auslöst, okay? Und das kannst du machen, das musst du einfach nur berechnen. Und genau wie du gesagt hast, da gilt aber messen, machen, messen. Du musst es wissen wollen, mit anderen Worten. Also du musst genau das tun, was du eben vorgeschickt hast. Du machst einfach, du misst das. Ändert sich was? Wie ändert sich das? Und kann ich das sehen oder nicht? Jetzt sagst du, wenn ich das Ding doch schon hochgezogen habe, das kann ich ja wieder abreißen oder so. Nee, das kann man alles simulieren. Also das ist heute schon möglich und die Baubiologie weiß das. Ja, also heute würdest du sehr viele Häuser anders bauen. Ja klar, natürlich. Das ist ganz logisch, ja. Ich habe mich da an einen alten DDR-Physiker gehalten und einen Lehmverputz gemacht. Ja. Weil der hat gesagt, Lehm ist immer noch das Beste, was es gibt. Ja, das ist ja auch wieder interessant. Das sind Silikatstrukturen und diese Silikatstrukturen wirken also nicht nur Silizium selbst, also das Element, sondern auch diese Silikate selbst. Das sind Kristalle oder auch Pseudokristalle teilweise, die durchaus eine hohe Ordnungsstruktur haben, die können das absorbieren, reflektieren und emittieren. Spannend. So, und das ist spannend und da kannst du es also modulieren. Mhm. Und allein schon so eine Modulation, das wäre diese selektive, wie soll ich das sagen, das ist keine Abschirmung, sondern das ist im Prinzip eine selektive Modulation der ganzen Sache, wo dann am Ende die natürlichen Dinge verstärkt werden und die künstlichen Dinge, weil sie einfach nicht passen, absorbiert werden. Und das ist sozusagen da
der Königsweg, sagt man. Danke, ganz herzlich. Dr. Ja, Burkhard Pögeler, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wieder ein richtiges Feuerwerk an Informationen gewesen in Bezug auf Elektrosmog. Ich habe immer behauptet, ich weiß schon vieles in Bezug auf Elektrosmog, aber heute war ich echt stark gefordert, aber habe auch ein großes Verständnis aufgebraucht, dass wir hier tatsächlich in ein System eingebunden sind. Wussten wir zwar, aber nicht so jetzt konkret. Und dass das ja schon faszinierend ist, diese göttliche Schwingung, diese Schumann-Frequenz, die schwankt von oben noch in einer gewissen Bandbreite, wie wir da eingebunden sind. Und dass solche EM-Felder in der Lage sind, uns aus dem Rhythmus zu schmeißen. Das muss man schon so sehen. Das war ganz spannend heute zu hören. In diesem Sinne hoffe ich, wir konnten Ihnen erfolgreich einen Dienst erweisen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Wikisana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüchen genießen und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.